Endstation Notaufnahme. Ein kleiner Junge hat sich beim Skifahren verletzt. Super, machst du. Perfekt. Perfekt. Mhm. Ja. Und dann bin ich eh ganz schnell hingefallen. Okay. Kannst du dich noch alles erinnern, wie das war? Papa weiß das. Papa weiß es? Der Papa weiß es. Den holen wir dazu. Der ist schon da, der Papa. Bewegen wir deine Zehen. Ah! Wenn er schreit, dann tut es mir weh. Hochsaison im Skigebiet. Viel Arbeit für die Pistenretter, denn gestürzt wird immer. Ich denke schon, dass es gebrochen ist. Es fühlt sich ein bisschen so an. Krankenhaus statt Après-Ski. Wir haben schon wieder eine Patientin mit Sturz, glaube ich, beim Skifahren. Operieren, Röntgen, Gipsen. Reparieren im Akkord. Ich habe 3 Kinder, ich habe eine 10er-Karte in der Notaufnahme. Ich habe halt furchtbare Kopfschmerzen und vor allem die hier im Auge und so. Um 9 stand ich auf Ski, um 9:30 war es beendet. Ich hatte noch einen Finger in der Nothilfe, den ich dir zeigen wollte, aber den haben wir jetzt eingegipst. Risiko Wintersport, nicht selten mit fatalen Folgen. Der eine hat sich die Wirbelsäule gebrochen und der andere hat sich das Handgelenk gebrochen. Wir sagen immer Pokal oder Spital. Spital haben wir jetzt. Die alpine Rush Hour beginnt morgens um 9. Wenn der Berg ruft und die Lifte öffnen, strömen Tausende auf die Pisten. Aber für manch einen währt das Vergnügen nur kurz. Vor der Unfallklinik von Garmisch-Partenkirchen landen spätestens ab 10 Uhr die Rettungshubschrauber. Der erste an diesem Morgen hat ein Kind an Bord. Immerhin, die kleine Marie kann noch laufen. Ihr Vater begleitet sie in die Notaufnahme. Jetzt wird man sie langsam erstmal so ein bisschen auspacken. Ja. An, vielleicht wollen wir alle rum. Marie, jetzt sind ganz viele Hände an dir, ja. Gell? Du brauchst keine Angst haben. Ich nehme wieder mal den Helm ab, vorsichtig. Boah, du hast ja einen coolen Helm. Wow. Und nach dem Sturz, wo hat es dir dann wehgetan? Hat dir der Kopf wehgetan? Hat dir nicht wehgetan. Es ist halt rückwärts verkantet und dann hat es zweimal überschlagen. Ich würde das jetzt hier gerne aufschneiden auf der Seite. Der Doktor hält den Arm ein bisschen. Kannst du mal mit den Fingern so ein bisschen wackeln? Auf der rechten Seite, das geht. Kannst du mal so machen. Mal probieren. Nein. Okay. Tut dir hier oben was weh? Nein. Nee? Okay. Jetzt versuch mal langsam mal aus deinem Arm rauszukommen. Ich halte den mal so. Mhm. Au! Au! Das war schon gut. Die Geräusche, die Marie macht, lassen nichts Gutes erahnen. Mit ihren 6 Jahren ist sie zwar schon eine erfahrene Snowboarderin, aber heute hatte sie einfach nur Pech. Inzwischen ist auch ihre Mutter in der Klinik eingetroffen. Kannst du den Arm strecken vielleicht? Wollen wir das mal versuchen zusammen? Au. Mhm. Das tut weh? Okay. Wir machen jetzt ein Röntgenbild, Marie. Okay? Hast du schon mal ein Röntgenbild gekriegt? Ja, weil ich hatte mal Bein gebrochen. Du hast dir schon mal das Bein gebrochen. War das auch beim Snowboard? Nein. Die Patientin ist in Garmisch aufgewachsen, fährt von klein auf Ski und Snowboard. Noch ist unklar, ob an diesem Tag nur ihr Arm gelitten hat. Super. Okay, soll ich mitgehen oder der Papa zum Röntgen? Wer darf mitgehen? Du. Ich? Dann komm ich mit. Und den Bären nehmen wir auch mit? Wie schwer Maries Armverletzung ist, müssen die Röntgenaufnahmen zeigen. Eine Ungewissheit, die sowohl Mutter als auch Tochter tapfer ertragen. Ich habe durch Zufall meinen Mann angerufen und wollte wissen, ob alles gut ist und ob sie zum Mittagessen wieder da sind. Und dann sagte er mir, dass gar nichts gut ist und gerade die Rettungsassistenten da sind. Genau. Und dann habe ich den Hubschrauber fliegen sehen und bin ins Auto und bin losgefahren. Aber das ist Wintersport. Also wir haben versucht, es schon bestmöglich auszurüsten mit Rückenprotektoren und Helmen. Aber es kann immer was passieren. Dann kommt die Diagnose. Der Arm ist tatsächlich ernsthaft verletzt.
Marie, ist hier leider ein bisschen was im Ellbogen gebrochen. Jo. Zeig's dir mal schnell. Die Bilder mal ausgedruckt. Wenn man jetzt hier die Knochenrinde entlang fährt, das heißt, es ist eine Oberarmfraktur im Ellbogenbereich. Und wir würden das mit zwei Drähten versorgen. Bedeutet das Wort, dass ich es nicht ausspreche und bedeutet im weiteren Verlauf, sie würde nicht operiert werden? Wie bitte? Sie sagt, sie möchte nicht operiert werden. Deswegen, was heißt aber, was, ja, das also wird das in der OP gemacht, wie lange dauert der Eingriff? Und der Eingriff dauert nicht lang, der dauert nicht mal eine Stunde. Okay. Ja. Wie geht das dann weiter? Was passiert danach? Wird sie dann geschient oder gegipst? Sie wird danach geschient, ja, dass es ja erstmal ruhig gestellt ist. Mhm. Ja. Und nur wenn man das nicht operiert, in so einem Fall, wenn die Wachstumsfugen mit beteiligt sind, dann wächst der Ellbogen krumm. Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch überhaupt keine Option. Marie, das kriegen wir schon hin. Ja? 6 Wochen soll es dauern, bis der Bruch verheilt ist. Wenn alles gut geht, kann Marie noch in diesem Winter wieder Snowboard fahren. Wenige Stunden nach ihrem verhängnisvollen Sturz wird sie operiert. 2 Tage später ist sie wieder zu Hause. Kinder sind natürlich immer mit Samthandschuhen anzufassen, ja, weil es halt einfach kleine Patienten sind, die viel Angst haben. Und das Allerwichtigste ist erstmal zu beruhigen, schauen, dass sie keine Schmerzen haben. Ja, und auch die Eltern vielleicht ein Stück weit beruhigen, wenn es notwendig ist. Deswegen ist es auch immer gut, wenn man ein bisschen näher zu mehr Personen ist. Ja. Der nächste Skifahrer hat Schmerzen in der Schulter, kaum erträgliche Schmerzen. Warten mal. Geht's? Ellenbogen, hier unten hin, genau. Dann den Kopf als nächstes bitte. Den Arm hängen lassen. So, hier drüben machen wir vorsichtig. Tut hier vorne was weh? Nein. Da geht's. Wie ist es hier? Noch nicht. Jetzt. Mhm. Können Sie den Arm mal so machen? Das tut jetzt weh. Das tut weh? Mhm. Alles klar. Sind denn die Pisten recht voll? Nee, war gar nicht so voll. War gar nicht voll. Fahren Sie öfters Ski? Ja, eigentlich jedes Jahr. Einmal? Und auch schon seit 92 ungefähr. Oh, dann sind Sie ja schon gut trainiert. Unersetzliche Helferinnen an der Klinikfront, die Krankenschwestern. Wichtig finde ich, dass man mit denen redet, dass sie einfach erzählen, was passiert ist, weil das schon so ein Stück weit auch Traumabewältigung ist oder einfach auch, dass die aus diesem Stress und aus dem Schock so ein bisschen rauskommen, wenn sie gestürzt sind. Und dabei kann der Arzt auch gleich ein bisschen zuhören und kann auch ein bisschen die Anamnese schon mit erarbeiten für sich auch. Zusätzliche seelische Unterstützung bekommt der Mann von seiner Frau. Hatte Schmerzen, hat also noch auf der Piste gelegen, konnte da im Moment auch noch nicht aufstehen und musste sich erstmal so ein bisschen sammeln. Man ist den ersten Tag hier wieder, fährt 300 Meter und wird umgenietet. Und dann ist der Urlaub eigentlich gegessen. Ne? Nur ein paar Tage wollte der Patient von der Mosel in Garmisch verbringen. Mit Frau und Kindern. Doch das Thema Skifahren hat sich jetzt erledigt. Von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist es keine Schlüsselbeinfraktur. Was mal sein kann, ist, dass das Schultereckgelenk aus der Bandführung quasi rausspringt. Und dann ist es so, dass man vielleicht Belastungsaufnahmen noch mal machen kann, um das zu evaluieren. In der Akutsituation ist es meistens für den Patienten schmerzhaft. Deswegen muss man schauen, ob das überhaupt geht. Jetzt würde ich Sie bitten, dass Sie sich einmal noch mal aufsetzen. Ich öffne Ihnen gerade mal mit. Okay. Ciao. Das tut schon weh, wenn man da so drüber fährt, gell? 7 Stunden dauert die Heimfahrt. Normalerweise wechseln sich Klaus Schlösser und seine Frau am Steuer ab. Ja, also Ihnen würde ich nicht empfehlen, Auto zu fahren. Es ist immer so, sobald Sie irgendwie eine Orthese anhaben oder sonst irgendwas und Sie fahren Auto und es passiert irgendwas, dann zahlt Ihnen keine Versicherung was. Deswegen muss man da konsequent sein und Sie gefährden natürlich auch andere Verkehrsteilnehmer. Jetzt würde man Ihnen diese Schiene mal anlegen. Vielleicht kommen Sie mit rum, damit Sie das auch sehen, wie es geht, weil Sie dürfen dann zu Hause das an- und ausziehen. Okay? Während Schwester Karin den Patienten versorgt, wartet auf Dr. Hohlwein schon der nächste Fall. Jetzt geht's gleich weiter. Wir haben schon wieder eine Patientin mit Sturz, glaube ich, beim Skifahren. Schauen wir uns mal an, was das ist.
Auch wenn nichts gebrochen ist, für Herrn Schlösser ist der Urlaub gelaufen. Soll ich das mit dem Schmerzmittel erklären? Und hier kommt er her, der Nachschub für die Knochendocks der Region. Im österreichischen Saalbach hinter Glemm macht sich Rettungssanitäter Fabian Kreitschi mit dem Schneemobil auf den Weg zum Unfallort. Gemeldet wurde ein gestürzter Skifahrer. Normalerweise reagieren Verletzte erleichtert, wenn sie die Retter sehen. Doch dieses Mal ist es anders. Ich befürchte, ich kann Ihre Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Meine Versicherung kommt dafür nicht auf. Ich glaube, das Bein ist gebrochen. Aber vielleicht kann ich irgendwie zu meinem Wagen und sagen, es sei ein Autounfall gewesen. Das wäre sicherlich gedeckt. Wenn Sie wollen, aber besser wäre es. Ich weiß, was medizinisch das Beste wäre. Aber es wird eine Menge kosten und verdammt, ich kann es mir nicht leisten. Die Diagnose des Sanitäters macht es nicht besser. Ja, da ist er gebrochen. Passt schon los, der ist da hoch. Nein, aber da spürst du es. It's broken. Da bleibt keine Wahl. Okay. Now it's come in the helicopter. Jetzt kommt der Hubschrauber. Sie bekommen mein Schmerzmittel. Der Hubschrauber? Sind Sie sicher, dass das bezahlt wird? Denn ich bin sicher, ich kann das nicht bezahlen. Das geht in Ordnung. Wirklich? Wirklich. Hoffentlich. Ich habe unter dem Tiefschnee einen Baumstumpf mit dem Stiefel erwischt. Das war's dann. Der Hubschrauber ist zwar schon nach wenigen Minuten da, aber eine Landung an der Unfallstelle ist unmöglich. Die Bergung, so viel steht schnell fest, wird schwierig. Als erstes muss der Notarzt aus dem schwebenden Helikopter aussteigen, um den Verletzten zu versorgen. Danach fliegt der Pilot an einen Platz unterhalb der Unglücksstelle, wo er sicher landen kann. Und für den Arzt führt der Weg zur Arbeit durch tiefen Schnee weiter. Servus. Schienbein haben wir auf jeden Fall gebrochen. Wir müssen dann nur schauen, wie wir am besten rauskommen. Eventuell, dass man einspritzen und ein bisschen rüber und dann am Ende da weg und unten umlagern. Das wäre eine Option. Schauen wir erstmal, wie es geht. Jawohl. Der Kreislauf des Patienten scheint stabil zu sein. Noch steht er unter Schock. Der Schmerz wird dadurch unterdrückt. Um ihn medikamentös versorgen zu können, legt der Notarzt einen Zugang. Ein starkes Schmerzmittel soll den Skifahrer sedieren, um überhaupt eine Untersuchung und den Transport zu ermöglichen. Dann wird das Bein begutachtet. Kurva, weiß ich, was das heißt. Ich verstehe Kurva. Meine Freundin meinte gerade, wenn der Bruch innerhalb des Schuhs ist, muss man ihn aufschneiden. Nein, nein. Das ist nämlich ein guter Schuh. Der Schuh bleibt heil, der Rest leider nicht. Ich denke schon, dass es gebrochen ist. Es fühlt sich ein bisschen so an. Ich habe ein bisschen die Knochenenden gemerkt beim Umlagern jetzt. Ich denke schon, dass es ein Bruch ist. Ja, die Schwierigkeit ist, dass wir direkt unter der Bahn sind. Weil da können wir mit dem Dauer jetzt keine Bergung durchführen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Verletzten in die Vakuummatratze in den Bergesack reinbringen. Und dann ein bisschen auf die Seite, dass wir unter dem Lift rauskommen. 100 Höhenmeter abwärts bereitet sich das Team darauf vor, den Patienten an einem Seil auszufliegen. Und zwar ohne Tuchfühlung mit der Seilbahn aufzunehmen. Ja, es ist schon weit weg. Es ist nicht so in der Nähe. Die Bäume sind mehr ein Problem für mich als die Seilbahn. Bei Simon, dem polnischen Skifahrer, hat das Opiat seine Wirkung nicht verfehlt. Zumindest kann er jetzt in einen Rettungssack umgelagert und ein Stück vom Sessellift weggetragen werden. Für die Crew beginnt der riskanteste Teil der Rettungsaktion, die Bergung aus dem Hang. Der Flugretter muss dafür an einem 30 Meter langen Seil zum Patienten geflogen werden. Perfekt. Kaum angekommen, beginnt der zweite Teil des Shuttle-Service.
Denn ebenso wie der Notarzt kommt jetzt auch der Patient an den Haken. Die Steillage und die dazukommenden Föhnwinde machen die Aktion nicht einfacher. Doch irgendwann hängen alle Beteiligten an einem Seil und der Pilot bekommt das Zeichen zum Abflug. Unterhalb der Unfallstelle wird die menschliche Fracht dann vorsichtig wieder abgesetzt. Allerdings nur, um sie kurz danach wieder umzubetten. Diesmal ins Innere des Hubschraubers. Der Aufwand, der hier zur Rettung eines einzelnen Skifahrers nötig ist, erscheint immens. Doch eine andere Möglichkeit gibt es in den Bergen oft nicht. Der Pole hat den Flug gut überstanden. Trotz Schmerzen und Sorgen um die nicht vorhandene Versicherung scheint er seinen Humor nicht verloren zu haben. Ich konnte nicht sehen. Die sollten Fenster einbauen, damit man die Aussicht genießen kann. Die Bergung ist damit abgeschlossen. Nun geht es per Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus nach Zell am See. Für den verletzten Passagier ist es nicht nur ein besonders kurzer, sondern vermutlich auch ein besonders kostspieliger Flug. 4.000 bis 8.000 Euro kostet eine solche Bergrettung. Skifahren ist ein teurer Sport. Skifahren ohne Versicherung kann den Ruin bedeuten. Im Klinikum Garmisch-Partenkirchen werden nicht nur Wintersportler behandelt. Ein Arzt, eine Schwester und Rettungssanitäter kümmern sich im Schockraum der Notaufnahme um eine 84-jährige Dame. Sie ist nicht auf der Piste gestürzt. Und sonst tut es nirgends weh? Nein. Sind Sie auf den Rücken gefallen? Nee, auf den Kopf auch, aber auf den Kopf. Es ist nichts passiert. Ich schaue nur mal, ob irgendwas verletzt ist. Nee, ist nichts verletzt. Tut da was weh? Nee, da ist nichts. Okay. Das handelt sich um das Bein. Ja, ich schaue nur, ob noch irgendwas anderes, weil es kann ja sein, dass Sie draufgefallen sind, das gar nicht merken im Moment. Okay. So, können Sie das Bein noch mal aufstellen? Und da war eine Eisplatte auf dem Gehsteig, wo Sie ausgerutscht sind. Ja, schräge war das. Ich war an der Seite und bin ich gleich hingefallen. Und die war glatt? Ja. Tut hier irgendwas weh? Auch. Also von der Hüfte bis runter ins Knie? Ja, aha. Ja. Tapfer erträgt die Seniorin die Untersuchung. So, hier unten tut hier irgendwas weh? Nein, da unten nicht, aber das Knie und genau. Hinbein. Dann machen wir jetzt gleich mal ein Röntgenbild. Ja. Und dann werden wir das mal anschauen, ob da irgendwas verletzt ist, gell? Ja. In der Wintersaison versorgen 17 Ärzte, zahlreiche Krankenschwestern und Pfleger hier bis zu 8.000 Patienten. Gebrochene Knochen sind ihr Alltagsgeschäft. Gerlinde F. ist eine Dame aus gutem Hause. Auch wenn sie Schmerzen hat, jammern ist nicht ihr Stil. Ich war im Juweliergeschäft, Geschäftsführerin. Fieber haben Sie keines? Und ich habe bis zu meinem 74. Lebensjahr gearbeitet. Und es ist so langweilig und deswegen treffe ich mich mit zwei Frauen. Und dann gehen wir ins Cristallo und trinken eine Tasse Kaffee oder was es da gibt. Ihre Verabredungen wird die rüstige Rentnerin wohl erst mal absagen müssen. Ja. Ich habe Ihnen mal ein Röntgenbild ausgedruckt. Es ist leider so, dass Sie sich den Oberschenkel gebrochen haben. Und zwar ganz oben am Schenkelhals. Das ja. ist praktisch das Hüftgelenk, das ist hier gebrochen. Hier auf dieser Seite. Mhm. Und was muss gemacht werden? Das muss operiert werden. Ich höre auf Sie und lasse es dann operieren. Gegenstände extra, gell? Das wird auch alles aufgeschrieben, dass nichts verloren geht. Gell? So. Vor der geplanten Hüft-OP hat sie keine Angst.
Die alleinstehende Seniorin hat im Moment ganz andere Sorgen. Dann bringe ich schnell ihr Blut ins Labor und dann geht es gleich weiter. Gell? Der Doktor ist aber da, sie sind nicht alleine. Ja. Gell? Was mache ich hier? Was mache ich? Ich brauche ja Zahnbürste und die ganzen Sachen. Ja. Ich habe da so viele offene Goldsachen liegen. Oh je, je. Und Sie haben gar keinen, der irgendwie... Kann ich nicht hin. Ich wohne im ersten Stock. Ja. Und in einer Schieblade habe ich die lauter Schmuck. Mhm. Oh je. Und da ist nichts weggesperrt. Quasi. Nichts weggesperrt. Mhm. Und Sie haben sonst keinen, der in die Wohnung mal gucken kann und das wegräumen kann? Nein, müsste ich vielleicht noch mal. Das wird nicht gehen, weil das Bein ist ja kaputt. Ja, Sie können nicht auftreten, Sie können nicht aufstehen. Nee. Und schon gleich gar nicht in den ersten Stock. Das wird ein bisschen schwierig, gell? In diesem Fall scheint klar, bei der 84-jährigen Patientin geht es um mehr als nur die medizinische Versorgung. Im Prinzip ist es so, dass Sie die wichtigsten Sachen hier von uns bekommen. Also Zahnbürste und was zum Anziehen für die Station bekommen Sie von uns. Auch Nachthemd und so weiter. Und ein Waschlappen. Und ein Waschlappen, das haben wir alles da und Handtücher. Das kriegt bei uns jeder Patient. Da brauchen Sie jetzt erstmal keine Gedanken machen, gell? Ja, ja, dann bin ich jetzt so. Kümmern wir uns erstmal um die Hüfte. Kompetenz und Empathie, das Handwerkszeug eines guten Arztes. Also zusammen schaffen wir das, gell? Ja. Gut. Einer OP folgt gewöhnlich die Verlegung in eine Fachabteilung. Für Kinder und Jugendliche ist die Station 3C reserviert. Seit einer Woche wird Niklas hier behandelt. Der 16-Jährige, eigentlich ein versierter Skiläufer, hat sich schwerste Verletzungen zugezogen. Ich bin über eine Schanze gesprungen, war vielleicht ein bisschen schnell und habe die Schanze falsch eingeschätzt, aber ich bin auf den Füßen gelandet und dann war die Wucht wohl so groß und ich habe mich vielleicht mit dem Arm noch abgefangen. Keine Ahnung, so eine Wucht gehabt, dass dann halt die Beine erstmal gebrochen waren. Dann lag ich halt erstmal da. Also hier ist der Unterschenkel gebrochen, der Arm ist auch gebrochen und hier ist das Fersenbein zertrümmert. Im Winter Ski, im Sommer Triathlon. Niklas ist sportbegeistert, aber nicht nur das. Er spielt Saxophon, in der Schule lernt er Chinesisch. Von dem Unfall lässt er sich nicht entmutigen. Für mich heißt es deswegen auch nicht, dass ich das Skifahren irgendwie aufgeben würde. Und ich denke, man muss danach einfach wieder aufstehen und kann das weitermachen. Oberarzt Christian von Rüden, Spezialist für Unfallchirurgie, teilt den Optimismus des Jungen nicht ganz. Er hat Niklas an Hand und Unterschenkel operiert. Eine weitere OP am Fersenbein steht unmittelbar bevor. Niklas hat mehrere komplexe Verletzungen und die betreffen die unteren Extremitäten. Und aus ärztlicher Sicht muss man schon sagen, dass das eine schwerwiegende Verletzungskombination ist. Mindestens 3 Monate wird Niklas stationär in Klinik und Reha verbringen müssen. Dann ambulante Behandlungen, Physiotherapie, Muskelaufbau, vielleicht orthopädisches Schuhwerk. Keine guten Aussichten für einen Sportler. Die Summe der Verletzungen können lebensbeeinflussend sein. Ob er dann wirklich Triathlon nachher noch macht, das ist natürlich, da muss man dann sehr genau schauen. Das würde ich jetzt nicht wagen, ihm in die Hand zu versprechen. Der nächste Patient folgt auf dem Fuß, auf einem Verletzten. Maximilian ist 17 und in Garmisch groß geworden. Als Einheimischer steht er von Kindesbeinen an auf Skiern. Aber jetzt drückt der Schuh. Den Fuß so nach oben drück. Na, das tut mir nicht. Ist nicht so schön. Und das da? Ja, das. Also es geht, aber es tut schon weh. Okay, alles klar. Wie stark sind denn die Schmerzen, wenn du eine Skala hast von 0 bis 10 und 10 wäre gar nicht zum Aushalten? 7. Bei 7. Also es geht schon noch. Sollen wir dir was für die Schmerzen Na, geben oder das passt? Okay. Sein Vater hat ihn ins Krankenhaus gebracht, nach einem Sturz auf einer der schnellsten Abfahrten in den Alpen. Ich war gerade ein Schlenker in eine andere Richtung. Und dann ruft er mich an, dass ihm die Bindung aufgegangen ist und er im Starthang von der Kandahar durchs Fangnetz durch ist.
Jetzt hauen wir der Dinge, was rausgekommen ist. Genau. Schrecke gekriegt, als ich den Anruf kriegt? Nein. Ich habe 3 Kinder, ich habe eine 10er-Karte in der Notaufnahme. Also das ist Standardprogramm. Und ich war letztes Jahr auch 3 Wochen Gast in diesem Haus, habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. War klasse betreut, habe am rechten Bein alles abgerissen gehabt beim Tiefschneefahren. Und von dem her habe ich in guten Händen jetzt. Hoffe, dass es nicht so extrem ist wie bei mir. Und Sie fahren trotzdem wieder? Ja. Bin auch das letzte Jahr mit Platte, mit Schrauben, alles gefahren. Also man verliert die Lebensqualität als Garmischer, wenn man nicht mehr Skifahren darf. So ist es. Die beste Zeit zum Skifahren sind die Stunden nach Sonnenaufgang. Aus vielerlei Gründen. Aber es ist von Vorteil, wenn es in der Früh um 10 Uhr passiert, dann ist in der Notaufnahme noch nicht viel los. Das war genau. Bei mir das Gleiche. Was ist denn sonst so passiert Ihren Kindern? Den Kindern? Oh, vom Armbruch. Ich muss gerade überlegen, Finger gebrochen, er hat Handgelenk schon gebrochen gehabt. Also von dem her, alle Sportler, alle wild und ungezähmt und dann passiert einfach sowas. Allem Anschein nach hat es Maximilian diesmal nicht so schlimm erwischt. Dr. Hohlwein gibt Entwarnung. So, also gebrochen ist nichts. Ja, dafür ist auch ein bisschen zu wenig geschwollen. Ja, schauen wir mal ein bisschen. Ja. Manchmal kann man sich ja auch ein bisschen was an den Bändern tun. Ja, das ist auch ein bisschen. Ja, das geht. Kannst du das Knie mal so ein bisschen hängen lassen? Das ist ziemlich. Mhm. Ah ja, das tut auch nicht. Mhm. In den ersten 2-3 Tagen würde ich mal ein bisschen Piano machen und dann schauen, wie es geht. Und dann auch nicht gleich wieder in die Vollen gehen, sondern vielleicht erstmal ein paar blaue Pisten fahren und nicht gleich im Schneesturm Buckelpiste und Eisplatten auf der Kandahar. Das wäre nicht gut. Vater und Sohn erleichtert. Aber der nächste Sturz kommt bestimmt. Auch im Krankenhaus von Zell am See herrscht jetzt Hochbetrieb. Simon, der polnische Skifahrer mit dem kaputten Bein und der fehlenden Versicherung, ist unterwegs zum Röntgen. Seine Ängste sind im Rausch der Schmerzmittel verflogen. Sie sind perfekt. Ich bewundere das österreichische Gesundheitssystem und die Notfallrettung. Sie sind immer zu 100% professionell. Es besteht kein Zweifel, das Bein ist gebrochen. Das bedeutet, eine Operation ist alternativlos. In Zell am See arbeiten Ärzte mehrerer Nationen zusammen. Für den polnischen Patienten gibt es einen polnischen Arzt, der die anstehende OP erklären kann. Da ist die Fraktur. Wir machen einen intramedullären Nagel. Der wird von oben eingeschlagen und unten und oben mit Schrauben fixiert. Das haben Sie mir jetzt erklärt? Das habe ich ihm jetzt erklärt, ja. Und was habt ihr so dazu? Ja, dass wir es machen sollen. Das ist eine Standardoperation, die wir täglich mehrmals machen. Dann geht alles ganz schnell. Keine Stunde nach seinem Sturz kommt Simon und das Messer. Meine einzige Sorge ist, dass für mich die Saison gelaufen ist. Für Zell am See gilt wie für Garmisch-Partenkirchen, je besser das Wetter, desto mehr Arbeit für die Knochendocks. Johanna Kienzerle hat es an der Schulter erwischt. Die Bergwacht hat sie runtergebracht? Ja. Okay. Erstmal sitzen. Gut. Wir würden jetzt natürlich erstmal die Kleidung ausziehen müssen. Das habe ich befürchtet. Sind Sie auf den Kopf auch gefallen? Haben Sie einen Helm angehabt? Ja, einen Helm aufgehabt. Aber nicht auf den Kopf, nur auf die Schulter isoliert. Wissen Sie, wie eine Schwalbe geht? Ja. Also. Sie lagen am Boden. Ja. Okay. Wenn Sie sich an den Rand von der Liege setzen, dann würden wir versuchen, die Jacke auszuziehen. Das ist im Sitzen fast leichter. Gell? Jetzt muss ich wieder aufstehen. Ich helfe Ihnen, ich schiebe ein bisschen mit von hinten. So. So. Ausschlupfen, Ellenbogen anziehen. Ah, das zieht. Das zieht immer. Der Schmerz ist aber oben in der Schulter, nicht im Oberarm oder so. Ich fasse ihn mal kurz hierher. Sie können nicht überall. Tut da was weh? Aua! Tut das da weh? Ja! Ja, okay. Einmal einen Ellenbogen am linken. Also am Schlüsselbein eher. Ja. Okay. So beim Kopf. Dann legen wir jetzt eine Infusion. Nicht erschrecken, jetzt gibt es einen kleinen Pieks.
Wir haben hier eine Ferienwohnung in der Gegend und mein Mann ist im Anmarsch. Wir treffen uns dort dann. Dem habe ich aber nichts gesagt, weil er nicht mehr ganz jung ist, damit er entspannt über die Autobahn fährt. Will ich mal kurz frisch? Ich schaue noch mal kurz vor, weil da warten schon ein paar Patienten. Dann komme ich gleich nochmal. Oder ihr fahrt zum Röntgen und du sagst mir, wenn ihr zurück seid, gell? Der arme Kollege allein. Na, noch zwei andere, aber es ist halt Wochenende. Ich fahre jetzt seit 54 Jahren Ski. Ich glaube, das ist jetzt der zweite Skiunfall. Und was hat sich verändert in 54 Jahren auf den Pisten? Es fahren viel mehr, die es nicht können. Und die fahren ziemlich schnell. Gut, dann geht's zum Röntgen. Über 100.000 Deutsche verletzen sich jedes Jahr beim Wintersport. Der 59-Jährigen wurde ein kleiner Junge, der ihr in die Quere kam, zum Verhängnis. So, Frau Kinzele. Wie schauen die Bilder aus? Also Sie haben hier eine Sprengung des Acromioklavikulargelenks. Hübsch. Das ist praktisch hier Schlüsselbein, ja. Hinten die Verlängerung vom Schulterblatt hier hoch. Ja. Da würden wir das jetzt empfehlen, nicht zu operieren, sondern konservativ zu machen. Das heißt, Sie kriegen einen Gilchrist-Verband, ja. Dann ist das ruhig gestellt, Sie nehmen Schmerzmittel ein. Also ich würde es mir nicht operieren lassen. You made my day. Sehr gut. Angesichts der relativ guten Nachrichten kann sich Frau Kinzele sogar dazu durchringen, ihren Mann anzurufen. Visite bei Niklas. Der 16-Jährige wurde an diesem Morgen ein zweites Mal operiert. Sein Optimismus ist jetzt deutlich verhaltener als in den Tagen zuvor. Noch ein bisschen benebelt, aber es war ganz gut. Und wie sieht deine Zukunft so jetzt von heute aus gesehen? Gut. Alles wird wieder gut? Ja. Gut, er hat natürlich jetzt eigentlich, muss man sagen, alles hinter sich, operativ. Wenn jetzt da nichts Überraschendes in dem CT rauskommt, dann wird das jetzt die letzte Operation geblieben oder sein. Und damit hat er jetzt schon mal ein ganzes Stück von dem Härtesten geschafft, eigentlich die Operation, ne? Nächster Einsatz für Martin 6 vom Heliport Saalbach-Hinterglemm. Die Meldung vom Nachbarberg, eine junge Frau ist schwer gestürzt. Wir kommen mit dem Patienten um. Bitte? Der Patient kommt daher mit dem Skilo. Okay. Die Patientin ist selbst Medizinstudentin und befürchtet, eine Blutung im Gehirn erlitten zu haben. Servus. Hallo. Kannst du Deutsch? Ja. Ich heiße Christoph, ich bin der Notarzt. Hi. Was ist dir passiert? Ich weiß nicht, ich scheine gestürzt zu sein. Okay. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich gestürzt bin. Okay. Weißt du, welcher Tag heute ist? Nein. Nicht? Und weißt du, wo du hier bist? Ich bin Skifahren mit Sarah. Genau. Und weißt du, welcher Ort hier ist? Oh, ich muss überlegen. Ich habe gerade Hinterglemm gehört. Ganz genau, richtig. Genau. Hast du jetzt erstmal irgendwo Schmerzen? Ich habe Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Wo? An den Schläfen. Hier vor allen Dingen. Beidseits? Ja, beidseits. Okay. Und so um die Augen herum. Okay, du hast auch ein bisschen Bluterguss. Okay. Ja. 40 jetzt oder geht's? Nee, es geht. Okay. Ich habe Kopfschmerzen auch. Okay. Mach mal bitte die Augen weit auf, soweit es geht. Okay, prima. Und mal den Mund auf und die Zunge rausstrecken. Okay, du hast ja ein bisschen auf die Zunge gebissen auch. Ich, aber ich weiß nicht, wie ich gestürzt bin. Ich kann mich nicht erinnern. Hm. Hat das jemand gesehen? Hat das sich nicht überschlagen? Okay. Ja. Also hier hast du keine Schmerzen? Nein, ich habe nur Kopfschmerzen. Okay. Hier. Alles ist okay. Dann geben wir jetzt ein Schmerzmittel. Ich würde, nachdem du ja Studentin bist und dich auskennst, würde ich vorschlagen, ich gebe dir ein Opiat. Oh Gott. Also einfach ein bisschen Morphin, dass die Schmerzen besser werden. Aber so steckst du die Schmerzen nicht. Ich habe nur Kopfschmerzen in den Schläfen. Wenn du das nicht möchtest, dann müssen wir auch nichts geben. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Hinweis jetzt akut, dass du eine Blutung hast. Du hast kein Hämatom, dein Schädel ist so nicht verletzt. Manchmal muss der Notarzt auch Seelendoktor sein und verängstigte Patienten beruhigen. Der Helm ist auch intakt, oder? Ja, ja. Also ich habe jetzt auf den ersten Blick nichts gesehen. Hast du geschaut, der sieht aufs Gesicht. Sieht auch so aus. Ja, genau. Okay, gut. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, klar. Ein schwerer Sturz auf den Kopf kann gravierende Schäden zur Folge haben. Doch in diesem Fall scheint der Schock der jungen Frau größer als die Verletzung. Das war jetzt
vermutlich nicht so schlimm. Man muss davon ausgehen, dass die Patientin jetzt einfach Promotio hatte, also eine Gehirnerschütterung, und deswegen ist es ausreichend, wenn man die nach Zell bringt und da diagnostiziert wird und noch eine Nacht überwacht wird, und dann sollte das besser gehen. Trotz der positiven Prognose ist ein Aufenthalt in der Klinik nicht zu vermeiden. Für den Helikopterarzt ist der Fall damit abgeschlossen. Von nun an übernimmt das Bodenpersonal. Warte mal, schnell schauen, ob ich das aufgeschrieben habe. Also keine Zusatzverletzungen auch. Wie gesagt, Amnesie, bewusstlos, kein Vomitus, diese Zephalgien. Und das da. Sehr gut. Ein sonniges Januarwochenende, Ferien und volle Pisten. In Garmisch landen die Rettungshubschrauber jetzt im Stundentakt. Der Patient diesmal ein kleiner Junge. Verdacht auf Beinbruch. Super, machst du. Perfekt. Perfekt, ganz gut. Der Schnee war so schwer. Mhm. Ja. Und dann bin ich ganz schnell hingefallen. Bist okay. Okay. Kannst du dich noch alles erinnern, wie das war? Papa weiß das. Papa weiß es? Der Papa weiß es. Den holen wir dazu. Der ist schon da, der Papa. Sebastian hat Schmerzen. Aber er ist hart im Nehmen. Haben Sie es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Also wir waren in der Halfpipe, also in die Kurve gefahren. Wir waren schon schnell, war man nicht. Also er ist auf jeden Fall in die Kurve gefahren. Der Schnee war auf eine Seite hingekehrt und war schwer schon. Mhm. Und der wollte dann die Kurve also nicht in dem Tiefschnee fahren, sondern die Kurve eng nehmen. Und dann ist er aber mit einem Ski über den über den festen Schnee, und dann ist er weggerutscht. Also er konnte den Ski nicht mehr zusammenhalten. Okay. Und dann waren beide Füße und Skier waren noch dran. Und dann habe ich mich hinfallen lassen, dass ich dann hochlaufen kann zu ihm. Mhm. Und er hat nur am Spieß geschrien. Ja, okay. Und ich habe ihm dann Skier ausgezogen, auf den Rücken gelegt, Schuhe ausgezogen. Dann sind noch zwei Skifahrer über uns reingekracht und einer unter uns reingekracht. Also Glück gehabt. Also ich habe nur noch so mal gemacht, also über uns. Wie alt bist du denn, Sebastian? Sechs. Sechs? Gehst du schon in die Schule? Ja. Cool. Welche Klasse? Erste. Und, macht Spaß? Ja. Ja, kannst du schon lesen? Ein bisschen. Ein bisschen. Wenn ein Zugang gelegt wird und die Nadel piekst, schreien viele Kinder wie am Spieß. Ja. Nicht so Sebastian. Sein Vater ist deutlich empfindlicher. Zähne zerbeißen noch ein bisschen. Prima, macht es. Ist gleich gut. Und dann wird es auch besser. Geht's noch? Wenn er schreit, dann tut es mir weh. Ja. Also ich habe ihn, glaube ich, erst einmal im Leben Bein gesehen. Das war, wo die Hand in der Tür drin war. Alles andere nimmt er so hin, wie es ist. Ich kann Nadeln nicht abhaben. Nee, nee. Da muss ich mich auch hinlegen, wenn die gesetzt werden. Wenn die Nadel kommt, ja. Sebastian, spürst du das hier vorne, wenn ich dich da anfasse? An der Fußsohle? Beweg mal deine Zehen. Ah! Nur die Zehen. Sonst das Bein ganz ruhig liegen lassen. Das tut auch ein bisschen weh. Zehen wackeln. Okay, Zehen geht gut, jawohl. Schaut gut aus. Doch ohne Röntgenaufnahme keine Diagnose. Die Annette vom Röntgen. Die macht jetzt ein schönes Foto von deinem Fuß. Ich versuch's zumindest. Gell? Oh, alles gut. Gleich gut. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir sind alle da, passen auf dich auf, gell? Der Unterschenkel ist jetzt gebrochen. Das werde ich mit dem Oberarzt besprechen, ob wir das operativ oder konservativ lösen. Aber es ist sehr deutlich zu sehen, der Bruch. Brüche sind auch andernorts zu erwarten, zum Beispiel beim Hornschlittenrennen. Wenn tollkühne Männer in atemberaubender Geschwindigkeit eine schmale Piste hinunterrasen, bleiben schmerzhafte Einschläge nicht aus. Nachschub für die Notaufnahme. Langsam wird es eng. Moni, wir haben einen Hornschlittenfahrer, der hat eine Wirbelsäulenfraktur. Den holen wir jetzt hier noch rein. Ja. Machen wir parallel, das geht. Sie sind mit dem Hornschlitten abgestiegen, oder was? Da unten beim Ziel. Im Ziel? Runtergefallen. Im selben Raum wie Sebastian wird der Schlittenfahrer untersucht. Der hat sich vorsorglich einliefern lassen. Ich habe keine Schmerzen. Sie wollen kein Schmerzmittel? Okay, dann machen wir einen Röntgen ohne Schmerzmittel. Dann lassen wir das. Das geht auch. Aber trotzdem müssen wir das ausziehen.
So, jetzt haben wir's. Verletzungen sind nicht erkennbar, auf den ersten Blick. Okay, da sieht man nichts. Hier tut nichts weh? Nein, da nicht. Da geht's da unten. Da unten, okay. Da steht jemand auf der Bremse. Und hier? Nein. Okay, gut. Dann fahren wir ins Röntgen. Ja. Okay. Gut, danke. In 10 Minuten vom Hornschlittenrennen eine Unterarmfraktur mit Analgesie mit Notarzt. Mal schauen, ob erwachsen. Ich schau mal im Gipsraum, fahren wir ihn zum Röntgen rüber und tun den nächsten gleich hier rein. Ja? Das Telefon klingelt jetzt im Minutentakt. Nee, ich habe schon zwei weitere im Schockraum. Ja, dann werden wir jetzt das Kind jetzt schnell vorbereiten und dann schauen wir weiter. Okay? Der Unterschenkel, den hat er sich gebrochen. Würden es ihn empfehlen zu operieren. Und das wäre jetzt für uns auch der Grund, dass wir sagen, wir machen ihm da zwei Eisendrähte rein. Das sind zwei so Drähte, die dann hier eingeschoben werden. Ich suche ein Bett für ihn und dann wird er jetzt heute Nachmittag noch operiert. Ich lege Ihnen hier einen Stift hin, dann schauen Sie es schon mal an. Gell? Nebenan wartet schon der nächste Patient. Das ist der 35-jährige Jörg Hessland, war gerade beim Hornschlittenrennen und ist quasi hinten abgestürzt und dann gegen die Bande gekullert, gegen so eine Stange mit dem rechten Unterarm. Ist selber noch runtergelaufen. Letzten Endes hat er eine Fehlstellung. Am Unterarm mit Verdacht auf Fraktur. Ja, sehen wir auch die Fehlstellung. Ja. Okay, dann machen wir schnell ein Röntgenbild von dem. Das schaut schon sehr nach Bruch aus. Schauen wir, wie es gebrochen ist. Und dann unterhalten wir uns darüber, was wir machen. Gell? Okay. Wo kommen Sie her? Aus Thüringen. Ja. Seit 10 Jahren fährt Jörg Hessland Hornschlitten. Das Rennen in Garmisch ist das Highlight. Für die einen ist eine Gaudi und für die gewinnen wollen und halt vorne mitfahren wollen, ist es halt schon ein bisschen Sport. Also da werden dann schon die Schlitten ordentlich präpariert und man bereitet sich ein bisschen drauf vor mit Training und ja. Und für die einen ist halt ein Gaudi. Ja. No risk, no fun. Wir sagen immer zum Spaß, Pokal oder Spital. Spital haben wir jetzt. Relativ viele Baustellen gerade, aber das ist dann um die Zeit normal an so einem Skitag. So, Herr Weiß. Jetzt können wir es vielleicht kurz durchsprechen. Der Andrang wird größer, die Hektik auch. Sind Sie der Herr Sures? Nein. Nee? Wie ist denn Ihr Name? Herr Schulz. Schulz? Ja. Alle verfügbaren Ärzte werden jetzt in die Notaufnahme beordert. Ja, du müsstest bitte reinkommen. Gut, dann brauchen wir dich auf jeden Fall in der Nothilfe. Ja, okay. Wir sind gerade im Schockraum. Ist es besser so? Ja. Herr Schulz, könntest gerade schon mal mitkommen. Kannst du mal kurz den Zugang fertig machen? Ich muss mal ganz kurz vor, weil da ist wohl ein 12-jähriges Kind, dem geht es etwas schlechter. Und dann kommt noch ein Rodler, allerdings nicht vom Hornschlittenrennen. Der 25-jähriger Patient ist beim Rodelunfall gestürzt, isoliertes Knietrauma rechts. Das tut ihm wohl schon ordentlich weh. Okay. Das war's. Lassen Sie es auf, dann können Sie rüberkrabbeln. Dann tun Sie sich leichter. Super. Noch ein Stück zu mir. Können Sie sich dann aufsetzen? Hier oben tut nirgends was weh, dann ist es leichter, glaube ich. Super. Jawohl. Machen wir erst einen Zugang und ein Schmerzmittel und dann packen wir ihn hier aus. Ich denke, Fenta. Ist bei ihm ganz gut. Beim Schlittenfahren die Bande geknallt, also Eisbande. Und den Fuß ausgestreckt. Und dann ist es passiert. Okay, sehr gut. Ich bin nämlich hinten im Schockraum. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch vorne ausschaut. Ja, sonst ruft die 7202 den Philipp noch mal an. Ich bin hier hinten auch im Schockraum mit 4 Patienten. Okay, danke. Ciao. Ein Doktor im Multitasking-Modus. Beide Schlittenfahrer wurden geröntgt. Die Bilder des ersten Patienten geben Anlass zur Sorge. Und auch die des zweiten sind nicht ganz ohne. Der eine hat sich die Wirbelsäule gebrochen und der andere hat sich das Handgelenk gebrochen. Also der Unterarm ist komplett durchgebrochen, das heißt Elle und Speiche.
Das ist was wir operieren müssen. Okay. Jetzt gebe ich Ihnen erstmal was gegen die Schmerzen. Und dann bereiten wir Sie für die Operation vor. Mhm. Wir werden Sie stationär aufnehmen und dann werden Sie ein paar Tage bei uns bleiben. Okay. Okay. Also morgen mit heimfahren wird nichts. Ich würde Sie nicht empfehlen, aber ich warte mir mal die Operation ab und dann unterhalten wir uns danach mal. Ja. Okay? Gut. Für den Mann aus Thüringen ist die Saison wohl beendet. Das ist halt scheiße, ja klar, Logo. Krank ist halt immer doof. Ja. Rauch? Hallo, nur Notfälle momentan bitte. Also es ist halt so, dass tatsächlich ein Lendenwirbelkörper gebrochen ist. Und dementsprechend würde ich schon empfehlen, dass wir eine Computertomographie machen, um zu schauen, wie das genau gebrochen ist. Weil wir sehen im Röntgen nur diese zwei Ebenen. Und dann werden wir uns nach der Computertomographie nochmal unterhalten. Wirbelbruch. Da denkt der Laie an Querschnittslähmung, an eine Zukunft im Rollstuhl. Das klingt an sich gefährlich, wobei man viele Frakturen dann auch konservativ versorgen kann, wenn das Rückenmark nicht tangiert ist, also wenn die Nerven nicht gefährdet sind. So, Entschuldigung. Ja? Also ist jetzt nichts gebrochen, aber man muss jetzt natürlich das untersuchen, ob an den Bändern irgendwas ist. Kreuzbänder, Menisken, Seitenbänder. Das werden wir dann gleich drinnen machen, gell? Okay. Die Ergebnisse der Computertomographie, kein Grund zur Entwarnung. Im Gegenteil. So. Die Hinterkante sozusagen von der Wirbelsäule, die ist auch gebrochen. Das heißt, ich würde Ihnen sehr empfehlen, dass Sie stationär bei uns bleiben und dass wir am Montag eine Kernspinnuntersuchung machen. Dann bleiben Sie bis dahin mit Schmerzmitteln bei uns. Ich habe keine Schmerzen. Umso besser, umso besser. Das ist ja bloß wie Muskelkater, ist das. Hm. Ja, Sie sind wahrscheinlich hart im Nehmen. Im Sport muss man das. Genau, muss man auch sein als Rollschlittenfahrer. Okay. Feierabend ist für Dr. Rauch an solchen Tagen ein Fremdwort. Es ist jetzt so, dass jetzt draußen dunkel wird. Das heißt, dass die meisten Hubschrauber nicht mehr fliegen können. Aber wir haben jetzt vorne bestimmt noch 15 Patienten, die wir jetzt nach und nach arbeiten müssen. Wir haben natürlich triagiert, also priorisiert. Und haben erstmal die schwerer Verletzten hier im Schockraum und im Gipsraum versorgt. Und diejenigen, die jetzt mit leichteren Verletzungen gekommen sind, die mussten jetzt teilweise ein bisschen warten. Die werden wir jetzt alle abarbeiten. Und da schaue ich jetzt mal vor. Das ist ein langer Tag. Okay. Das wird ein langer Tag. Das wird wahrscheinlich auch eine lange Nacht. Ja. Für den Hornschlittenfahrer bestätigten sich die Befürchtungen. Er musste operiert werden und liegt noch immer im Krankenhaus.